Wir sind hier im grünen Haus in Reute, neben mir die Familie Haas, Ensemble Streichzupf. Grüß euch. Freut mich, dass ich mit euch ein Gespräch führen darf, aber zuerst hoch ein bisschen in eure Musikrichtungen hinein. Michael, der Name Streichzupf, da steckt mehr dahinter. Ja, Namen entstehen manchmal ganz schnell. Wenn man mal kurz was braucht, dann schaut man, was haben wir denn? Und wir haben gestrichene Töne, gezupfte Töne und so ist der Name entstanden. Wie hat das Ganze angefangen? Angefangen hat es eigentlich mit einem lieben Freund der Familie, dem Klaus Wankmiller und meiner Frau Iris und mir, haben wir zu dritt im Grünen Haus hier öfter mal musiziert. Und so hat es mit dem Ensemble angefangen. Iris, Familienmusik, viel Proben daheim. Wie läuft so eine Probe bei euch ab? Ja, wir müssen ungefähr 1 bis 3, 4 Mal in der Woche proben, je nach Auftritte. Und die Proben sind teilweise recht anstrengend, aber auch ganz lustig. Es reden nachher alle ein bisschen mit und manchmal gibt es ein bisschen Streit unter die Geschwister, wie es normal ist. Aber sonst ist es ganz witzig immer. Das sind dann die Töne, die einfach den verschiedenen Klang dann einfach abgeben. Ja, am Schluss kommt dann ein ganz tolles Ergebnis raus. Das ist das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall. Und die Jüngste, die Victoria, wie lange spielst du schon deine Instrumente? Geige spiele 3 Jahre und Klavier 4. Das heißt, du warst ja fast ein Baby, wie du angefangen hast zum Spielen? Nein. Nicht denn? Und was machst du, wenn du mal nicht Klavier oder Geige spielst? Lesen. Isabella, die Älteste, welche Instrumente spielst du? Cello und Gitarre. Und seit wann spielst du das schon? Also Cello jetzt 7 Jahre und Gitarre jetzt das 2. Und davor so Blockflöte? Nein, bei uns ist da. Also wenn, dann schon gleich die richtigen Instrumente? Ja. Und was gefällt dir besonders an dem Cello? Ja, der Klang und es ist was Besonderes, weil es halt nicht so viele kennen und ja. Und der Florian, was spielst du? Also ich spiele Geige und hölzernes Gelachter. Hölzernes Gelachter, was ist das? Das ist so ein Gestell mit so Tönen um. So wie so ein Xylophon, oder? Und da tust du selber auch komponieren? Ja. Brauchst du dann da lang dazu oder fällt einfach eine Melodie ein? Ja, dann denke ich halt einmal nach und spiele einmal. Und dann gehst du zum Papa und sagst, hey, jetzt hat die was, jetzt brauche ich von dir eine Begleitung. Ja. Und dann kommen solche Melodien raus, wie das, was wir jetzt gleich hören. Ja. Ihr unterrichtet beide an der Landesmusikschule, der eigenen Kinder oder viele andere? Jede Menge andere auch. Welche Richtungen habt ihr da? Ja, wir spielen ein breites Programm eigentlich, von der Renaissance-Musik begonnen, über Wiener Klassik, auch Volksmusik, auch moderne Sachen. Teilweise gibt es sogar Stücke, die Iris für Cello-Quartett mit initiiert hat. Teilweise machen wir auch selber Stücke für Wettbewerbe. Es macht einen riesen Spaß, wenn das dann umgesetzt wird. Wettbewerb ist für mich Stichwort. Ich war vor kurzem in Innsbruck. Ja, beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb mit der Familie. Das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Jawohl, kann man sagen. Ihr habt eine Auszeichnung bekommen? Genau, richtig.
relativ seltene Besetzung mit vielen Streichern mit dabei und eben die Besonderheit des hölzernen Glachter, das so ja fast zufällig kurz vor dem Wettbewerb aufgetaucht ist und das der Florian innerhalb kürzester Zeit so gelernt hat, dass man gesagt hat, das nehmen wir mit. Das ist früher von den Leuten selber gemacht worden zu Hause und damit hat man musiziert. Und es ist aufgedacht, ich habe es in den Keller gestellt zu Hause und dann haben wir unsere Kinder eine Woche lang nicht mehr gesehen. Und alle drei spielen sie. Das ist das Feine dran, gell? Solche Instrumente kann man einfach anfangen und wenn man das Gehör dazu hat, dann kommt was Gescheites dabei aus. Genau, das Gehör haben sie, das hört man ja. Michael, wann hört man euch das nächste Mal hier im Außerfern? Im Außerfern werden wir nächstes Mal spielen hier im Grünen Haus wieder, am 5. Jänner 2015, mit weihnachtlicher Musik. Das ist schon eine traditionelle Veranstaltung hier im Grünen Haus. Mit Gruppen aus dem Außerfern und aus dem benachbarten Allgäu. Ich freue mich schon drauf. Ich wünsche euch alles, alles Gute, eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder hören kann. Dankeschön. Danke sehr.